Kaiserwetter bei der zweiten Auflage des Medienmittelpunktes aus Seerland im steirischen Salzkammergut. 3 Tage lang diskutierten Meinungsmacher, Journalisten und Politiker aktuelle Themen wie Datenschutz oder Bildung. Den Auftakt markierte die spannende Diskussion zum Thema Datenschutz. Das Thema zählt nicht erst seit dem NSA-Skandal zu den Prioritäten der EU. Gerade hinsichtlich der immer wichtigeren Rolle des Internets und von Social Media braucht es ein gesteigertes Bewusstsein zum Umgang mit sensiblen persönlichen Informationen. Denn die Grenzen zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit verschwimmen zusehends. Leider müssen wir uns Sorgen machen, weil wir heute den Datenschutz, den es grundsätzlich gesetzlich gibt, nicht vernünftig durchsetzen können und er gewissermaßen zahnlos ist. Und daher brauchen wir jetzt auf europäischer Ebene einen einheitlichen europäischen Datenschutz, der auch durchsetzbar ist, und zwar durchsetzbar im eigenen Mitgliedstaat. Am Freitag stand der Medienmittelpunkt aus Seerland ganz im Zeichen der Bildung. Vormittags stellte Herbert Maurer sein Buch Und Gott spricht Armenisch vor und Arabelle Bernecker sprach über ihr aktuelles Werk Schwestern der Revolution. Abends ging es mit einer Podiumsdiskussion zur latenten Bildungskrise im Land weiter. Nach dem Impulsreferat des ehemaligen Wissenschaftsministers Karl-Heinz Töchterle diskutierten unter der Leitung von der Standard-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmidt unter anderem NEOS-Chef Matthias Strolz und Autor Nicolas Glattauer. Also ehrlich gesagt wird über Bildung seit Jahrzehnten in Österreich diskutiert und ich glaube nicht, dass in dem Bereich irgendwas schnell geht. Ich war mit 14 zum ersten Mal journalistisch tätig in einer Fernsehsendung, eine Diskussion mit dem damaligen Unterrichtsminister Moritz. Es war eine Sendung, die ist ohne Maulkorb. Und damals wurde immer über das Bildungssystem diskutiert. Und die gleichen Debatten werden heute noch geführt. Wo Frau Föderl-Schmidt recht hat, ist, dass wir im Bereich der Schule tatsächlich sehr reformschwach sind, weil wir hier immer die sehr oft Verfassungsmehrheiten brauchen, aber auch, weil sich beide derzeitigen Regierungsparteien da gegenseitig blockieren. Wir wären wesentlich weiter, wenn sich die Parteien nicht gegenseitig blockieren würden und gegen besseres Wissen versuchen, ihre Klientel zu bedienen. Wir müssen die Schule neu erfinden als eine lernende Organisation, die sich laufend auch als In-Selbst-Organisation weiterentwickelt. Den Abschluss der Veranstaltung bildete die aktuelle Pressestunde. Kleine Zeitung-Redakteur Ernst Sittinger sprach mit dem Politikberater Thomas Hofer über die aktuellen Wahlergebnisse und was sich daraus für die politische Zukunft Österreichs ableiten lässt. Die Diskussion ist wohl in der SPÖ selber noch nicht zu Ende geführt. Sie hat erst jetzt begonnen, aber eines ist klar, Werner Faymann ist jetzt quasi zurückgebeamt ins letzte Jahr rund um seinen Parteitag, wo er ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis eingefahren hat und wo seine Personaldebatte um ihn schon gab. Ich glaube, dort ist er jetzt wieder mittendrin und es gibt wesentliche Kräfte in der Partei, die sich jetzt ernsthaft überlegen, was sie tun können noch vor der oberösterreichischen und der Wiener Wahl. Ob es passiert oder nicht, ist, glaube ich, noch nicht entschieden. Aber für ihn ist es schlimm genug, dass es die Debatte zumindest hinter den Kulissen wieder voll gibt. Mit dem Medienmittelpunkt rückt das Ausseerland nicht nur geografisch ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Kombination aus spannenden Diskussionen und entspannter Atmosphäre zum Gedankenaustausch findet großen Anklang unter den Teilnehmern. Eine Fortsetzung ist bereits in Planung. Also wir sind diesmal vom Wetter so beglückt worden, dass wir dieses Glück auch in den Gesichtern unserer Gäste gesehen haben. Und vom Inhaltlichen her waren, glaube ich, auch alle recht beglückt, wie das gelaufen ist, wie viel hier ausgetauscht worden ist, wie viel fruchtbare Diskussionen waren. Und wenn ich das sehe, dass hier Medien aus dem ganzen deutschsprachigen Raum vertreten waren, dann bin ich auch beglückt.